Samuel Rötlisberger, nach dem Hinspiel sind 6 Goal-Differenz, nach dem Rückspiel 3. Es hat aber nicht gelangt für die WM-Qualifikation. Wie sieht Ihre Gefühlswelt aus? Ja, momentan ganz klar noch enttäuscht. Obwohl wir heute hier super gekämpft haben, gewonnen haben, haben wir halt gleich auswärts, vor allem in Verteidigung in der ersten Halbzeit, der ein oder andere Fehler zu viel gemacht. Darum war die Hypothek auch zu gross, um heute noch aufzuholen. Trotz allem haben wir heute wirklich alles gegeben und schlussendlich auch gewonnen. Und das ist sicher, wenn wir später einmal zurück, auch mal wichtig für unsere Entwicklung. Ihr gewinnt mit 3 Goal gegen den Vize-Weltmeister. Was sagt euch das für die Zukunft? Eben, das zeigt auch, dass wir wirklich immer näher daran herkommen, dass wir solche Nationen mittlerweile auch schlagen können. Aber wir sind auch noch nicht dort angelegt, wo wir schlussendlich sein wollen. Wir wollen mal wirklich eine WM, ein Turnier. Das war das Ziel. Es hat leider nicht gelangt. Ja, abhaken, weitermachen schlussendlich. Was ist mit dieser Mannschaft möglich, wo ja sehr, sehr viele junge Spieler drin sind und natürlich auch Routiniers wie ein Andi Schmid, so im Gesamtbild. Was ist möglich mit diesem Team? Ja, also wir merken auf jeden Fall, dass wir wirklich sehr hungrig sind, endlich mal in ein Turnier zu gehen. Und ich sage, es ist eine gute Mischung aus jung und alt. Oder aus routiniert und jung. Und ja, wir wollen alle etwas erreichen. Und das nächste Ziel muss ganz klar sein, ein Turnier uns für ein Turnier qualifizieren. Ja, und jetzt arbeiten wir weit härter an uns und dann kommt das auch gut. Danke vielmals.